Ja, dann darf ich jetzt den zweiten Vortrag ankündigen von Professor Dr. Jochen Hinz. Darf ich auch bei Ihnen sagen, wann Sie geboren sind? Sie? Geboren 1943 in Celle, also uraltes norddeutsches Gestein. Verzeihung. Studierte Psychologie und Kunsterziehung in Braunschweig. Nach dem Lehramtsexamen war er als Kunsterzieher tätig und erwarb dann das Psychologiediplom an der TU Braunschweig. Dort war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für pädagogische Psychologie sowie in der Studienberatung tätig. Heute Honorarprofessor an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Ach, daher kennen Sie sich. Deswegen. Okay, und von Ihnen werden wir jetzt etwas über Wahrnehmung zwischen Vergangenem und Zukünftigem hören, die Welt der Archetypen und deren Spiegel. Viel Vergnügen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde, die hier auch sind. Ich begrüße alle ganz herzlich und freue mich, mal etwas zu tun, auch auf Wunsch mal wieder. Ja, denn es war besonderer Wunsch, über Archetypen sprechen zu dürfen. Und da fiel mir bei ein, dass es eigentlich ja immer ganz merkwürdig ist, dass die Psychologen gar nicht diese herrlichen bildgebenden Verfahren haben. Denn man müsste sich fragen, wo sind denn die Archetypen? Wo kann man sie verorten? Und wir werden sagen, je mehr ich sie suche, desto weniger werde ich sie finden. Wir sind also angewiesen auf Erscheinungsformen aus einer anderen Welt, die wir teilweise dann auch das Unbewusste beziehungsweise differenziert dann noch das kollektive Unbewusste nennen und zudem an die Nahtstelle kommen zwischen Psychologie und Physiologie. Das heißt also, oder sogar Ethologie, Verhaltenslehre bei den Tieren, an die Instinktwelt grenzen, um dann zu sehen, inwieweit wir tagtäglich geformt werden von diesen aus der Vergangenheit der Menschheit beziehungsweise auch der Tierwelt kommenden Erlebens- und Reaktionsweisen, die typisch sind für uns und letztlich unsere Wahrnehmung einmal aus der Vergangenheit beeinflussen und je nachdem, wie auch jemand persönlich unter einem besonderen oder einer besonderen Konstellation von Archetypen, die ich ja gleich auch definieren werde, steht, jeder wird das Wort übersetzen können, schon mal als urtypische Urbilder der Seele. Inwieweit jemand unter dieser Konstellation steht, wird er auch seine Wahrnehmung, die ja dann kognitiv als Interpretation und Bewertung darüber einsetzt, seine Reaktionsweisen erleben und darauf reagieren bzw. handeln. Jetzt taucht aber noch etwas auf, was recht merkwürdig ist. Da steht ja Wahrnehmung zwischen Vergangenem und Zukünftigen. Was soll das heißen? Also ich gehe mal darauf zurück, dass, und ich werde es mal an einem Satz den ich mir aufgeschrieben habe, damit das nicht so aussieht, dass man das selbst erfindet, erstmal zitieren von dem Philosophen Jean Gebser, der einfach Folgendes sagt: Das Verborgene, die Latenz, ist die nachweisbare Gegenwart der Zukunft. Oder aber auch, wohl aber handelt es sich um das Zukünftige in uns, das in demselben Maße Gegenwart ist, wie alles Vergangene in uns Gegenwart ist. Das heißt also, wir sind eingespannt zwischen dem, was da kommen wird und dem, was da war und können dieses, was aus dem Unbewussten einströmt, das arttypisch menschlich war und sein könnte, dann interpretieren. Leider können wir natürlich die Verortung dieser, sagen wir mal, Zentren des kollektiven Unbewussten, wie C.G. Jung es nannte, beziehungsweise dem, was da noch kommen wird,
nicht irgendwo verorten. Wir müssen uns Modelle schaffen und deshalb werde ich hier auch einige Modelle vorführen, die diese Einspannung zwischen dem, was da sein wird und warum das so sein wird, werde ich auch versuchen, da klarzumachen, und dem, was da war und inwieweit die Beeinflussung läuft, und dann kommen wir in die Welt der Archetypen. Ich habe zum Abschluss dann noch drei Bilder von einem Objekt, das ganz authentisch ist, ein Foto, was leider, das werde ich nachher sagen, etwas lediert ist, nicht das Foto, sondern das Objekt, weil naja, der Welpe sich ereifert hat, dieses Objekt mal etwas anzuknabbern. Das soll uns aber nicht stören, ich weise nachher darauf hin. Und es ist einfach so, ich denke mal, da war auch der Geschmack des Knochenleimes von Bedeutung. Und die kümmern sich ja nicht darum, ob etwas, naja, in dem Sinne noch zur Verfügung zukünftig gegenwärtig werden soll oder nicht. Gut, ja, wo kann man die Archetypen verorten? Es war so, dass C.G. Jung ja diesen Begriff längst bekannt durch C.G. Carus oder aber auch von Kepler, wo die ersten auch aus der Naturwissenschaft Begrifflichkeiten auftauchten, übernommen wurde. Und ich werde gleich eine authentische C.G. Jung-Definition geben, was so ein Archetyp sei. Und dann muss man sich natürlich fragen, wo sind die niedergeschlagen und eingegraben, eingeprägt. Denn es ist ja so, dass ja zu einer Zeit, die sehr naturwissenschaftlich geprägt war, nämlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, man von Erlebensformen, die sich dann vielleicht erblich zeigen, ja, nicht reden durfte, weil das ja dem Lamarckismus zu nahe trat, und wir waren ja streng darwinistisch ausgeprägt. Erbe und Umwelt war natürlich so ein Problem. Ich will mal versuchen, das heute etwas anders zu sehen. Zu einer Zeit, wo dieses auch ganz deutlich wurde, kam ein Patient zu C.G. Jung. Das war der damalige schon Nobelpreisträger Wolfgang Pauli, Nobelpreisträger der Physik, der sich sehr für diese Welt des Unbewussten interessierte. Und der hat zu Anlass des 80. Geburtstags von C.G. Jung eine Einführung gehalten, auch in die Welt der Archetypen, aus der ich ein Zitat gleich zu Anfang stellen will, um eventuell die Verortung mal aus neuer Sicht, für uns aus neuer Sicht, damals als Hypothese, darzustellen. Pauli sagte Folgendes, ich will das ganze Zitat mal vorlesen, und C.G. Jung hat dann einer auf der anderen Seite zum Tode von Pauli gesagt, er ist mit 58 Jahren gestorben, es ist sehr betrüblich, dass er so früh starb, da er ein Physiker war, auf den seine Zeit hörte, mehr als auf einen Psychologen, wie ich es bin, und das ist heute auch noch so. Doch die Chance besteht, dass die Zukunft ein besseres Verständnis der Psychologie, des Unbewussten und seinen weitreichenden Fragestellungen entwickelt. Das ist nun schon länger her, also wie gesagt, 1958 war das. Ich glaube, es hat sich nicht viel getan, und das liegt einfach daran, weil die Psychologie nichts klar festmachen kann und letztlich nur immer aus den Formen des Erlebens und Verhaltens, die wir wirklich wahrnehmen können, berichten können, dann als subjektiv bewerten oder aber als kollektiv, objektiv, ja praktisch folienmäßig übereinanderlegen und sagen, so ist es dann. Und die Idee von Pauli war ja folgende. Er fängt an und beginnt seine Rede so, während sich in den letzten Jahrhunderten aus Andeutungen Kants über Schelling und C.G. Carus eine Philosophie des Unbewussten entwickelte, entstand in etwa zur selben Zeit die Idee des physikalischen Feldes. Aus Faradays anschaulichen Bildern bis zu Maxwells Gesetzen des elektromagnetischen Feldes,
sowie diesem gedanklich eine Realität zugeordnet wurde, unabhängig davon, ob es durch geeignete Mittel, geladene Körper, Eisenteil, Pfeilspäne, Magnetnadeln und so weiter sichtbar gemacht wird oder nicht, so wurde dem Unbewussten eine Realität zugesprochen als Randschicht unterschwelliger Inhalte, die jedoch im Bewusstsein wahrgenommene Vorgänge beträchtlich beeinflussen können. Dieser Vergleich einer das Bewusstsein umgebenden Schicht, die nicht direkt wahrnehmbar ist und mit einem physikalischen Feld, speziell einem Magnetfeld, zu vergleichen, hat nun auch William James, was ich nicht weiter vorlesen werde, schon in Aussicht gestellt. Und es ist tatsächlich so, dass Wolfgang Pauli diese Analogie zu einem Feld bis zu seinem Tode auch vertreten hat, was für Physiker recht ungewöhnlich ist, diesen Analogieschluss zu tun. Es ist heute so, dass man vielleicht die ganze, ja, sagen wir mal, Erkenntnistheorie schon auf den Kopf stellen kann, um einfach mal behaupten könnte, und dazu zwingt uns mehr oder weniger die Quantenphysik, dass die Grundlage dieses Universums, damit auch der Materie, Materie Geist heißt es ja, nicht die Materie ist, sondern der Geist bzw. das Bewusstsein. Denn wir wissen, dass bei einer vollständigen Quantenmessung eine Messung nur sich wahrgibt, will ich mal sagen, wenn ein bewusster Gehirngeist dabei ist. So, und das jetzt zu erklären, lasse ich mal weg. Es gibt mittlerweile auch dem Ablauf, den ich hier zeigen werde, zwischen Zukunft und Vergangenheit, Deutungsmöglichkeiten aus dieser Theoriewelt, die viel plausibler ist und wahrscheinlich auch in Zukunft für diese Zeit, in der wir heute leben, ja erhört wird. Denn damit lässt sich vieles, was heute noch Rätsel in der Wissenschaft ist, mit einem Schlag verstehen. Leider ist Wissenschaft sehr dogmatisch und damit, würde ich sagen, gräbt sich selbst eine Menge an einfach auch Feld ab, was in das Verständnis insbesondere der Psychologie gehört. Ich will also mal eine Verortung wahrnehmen und ich gehe jetzt mal so vor, dass ich diesem Titel folge. Und dann werde ich eine Definition nach C.G. Jung geben, wie er definiert, dass Archetypen verständlich werden. Und dazu werden wir uns mal das nächste Bild anschauen. Dies ist vielen bekannt. C.G. Jung hat ja letztlich einen Bewusstseinskegel konstruiert, der diesem unteren Kegel entspricht. Das heißt also, die Spitze des von oben nach unten aufgerichteten Kegels ist dann letztlich die allerkleinste Instanz, die hier jetzt was anderes bezeichnet, aber bei C.G. Jung das Ich bedeutet. Und was hier unten als Bodensatz des Unbewussten, das spricht hier, entspricht dem kollektiven Unbewussten, dargestellt ist, das sind die sogenannten Verdichtungen der über Äonen von Menschheitserfahrung gewonnenen typischen Erlebens- und Reaktionsweisen, die natürlich auch für die Existenz von Menschen, ja, ich würde sagen, interkulturell wichtig waren und dann im Rahmen einer Kultur, zum Beispiel der westlichen, fernöstlichen, sich in verschiedenen Formen darstellt. Das will ich aber dann auch zeigen und an Beispielen möglichst klar werden lassen. Hier ist also Folgendes, es kommt ein Prinzip, was Pauli auch nennt, dazu, und das ist auch aus der Physik entlehnt, das ist die Komplementarität. Es gibt zwei Prinzipien, die Korrespondenz, das Korrespondenzprinzip und die Komplementarität, auch aus der Quantenphysik, die einfach notwendig ist, um die Gesamtheit zu verstehen. Das heißt also, wir haben es immer mit fast zueinander im Widerspruch stehenden Gegensätzen zu tun, die dann,
jedoch eine Ganzheit ergeben, meistens dann in einem mittleren Bereich. Und deshalb habe ich hier Folgendes gemacht. Ich habe diesen Kegel auf den Kopf gestellt und ihn von der Zukunft diesem Vergangenheitskegel durchdringen lassen und gewinne damit etwas Komplementäres, was C.G. Jung mit einem anderen Begriff dann auch noch kompensatorisch bezeichnet. Und dieses wollte ich erstmal zur Verortung darstellen. Wie gesagt, man kann diese Archetypen nicht unmittelbar bildgebend sichtbar machen und natürlich auch nicht in irgendwelchen Wellenstrukturen auf dem Band Alpha, Beta, Theta Erlebnis in den Erlebensformen verorten, sondern wir müssen Modelle bauen. Ich denke mal, so wurde es auch im Weiteren getan und damit natürlich auch gedanklich so fortgesetzt, dass wir sehen können, inwieweit wir von diesem, ich sage jetzt nochmal, Bodensatz am Rande zwischen Instinkt und nachher sich formbaren urtümlichen Bildern, die sich auffüllen bis zu Erlebensweisen gerade im Jetzt, ja, um das darzustellen. Jetzt steht da ja der Spiegel. Was ist das? Ich habe diese Spiegelbilder, Prototypen benannt, besonders deshalb sehr schön passend, weil der Physiker Thomas Görnitz die Quantentheorie so umbaute, dass er von einer abstrakten Quanteninformation, die er Prototypus nennt, das ist da oben nochmal eingezeichnet, ausgeht, die sich dann mit Bedeutung aufladen möge, um dann praktisch in einer Top-Down-Manier einzufallen und Korrespondenz zu gehen mit dem, was da aufsteigt. Und wir hätten dann natürlich eine Gänzlichung hier im mittleren Bereich, in dem, was das Ich, dieses klitzekleine Ich, das sich am besten kennt und damit natürlich auch überschätzt, wahrnimmt und, ich würde ja fast sagen, auch für wahrnimmt, egal ob es wahr ist. Das war ja auch so etwa der Tenor des ersten Vortrages. Wie wahr ist das eigentlich? Und ich denke mal, wir können in dem Bereich auch gar nicht von Wahrheiten sprechen, sondern es gibt diese Wahrheiten nicht, sondern nur die Wahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten, wie Ereignisse eintreten und warum sie eintreten, das ist alles sehr ungewiss. Erleben können wir es immer dann in einer Art, ja sagen wir mal, Zwischenspiel zwischen Vorausahnung und dem, was da war. Gleichzeitig ist hier noch eingezeichnet das kollektive Unbewusste als Bodensatz, dann der Übergang in das persönliche Unbewusste aus der Vergangenheit. Hier ist neu, dass dieses persönliche Unbewusste, wenn wir durch das Ich gezogen eine Gegenwartslinie haben, auch eine Hineinreichung in die Zukunft erleben können. Haben wir auch, ja. Wir haben Ahnungen, Mutmaßungen, teilweise auch ganz sichere Vorstellungen, was da sein wird. Und möglicherweise trifft es so ein. Dieses Bild möge vielleicht noch mal wiederkommen, nachher zur Erklärung. Ich will es mal hierbei belassen. Ach so, es ist noch etwas eingezeichnet, das will ich nicht übergehen. Wir haben dort auch noch die A priori der ich hätte beinahe gesagt, der Vernunft, ja, es sind die Kantschen A priori, die A priori-Mechanismen, die ja formal etwas einschränken und wahrnehmen lassen, was aufgebaut ist durch vier verschiedene hierarchisch strukturierte angeborene Lehrmeister, Vorausurteile der Wahrscheinlichkeit, der Struktur, der Kausalität und neu auch der Zwecke beziehungsweise auch der Finalität. Und das ist niedergelegt in dem Lorenzschen, ich habe es hier nicht eingezeichnet, Lorenzschen Aufsatz von 1944, der heißt Die Kantschen a priori im Lichte der neueren Biologie. Und ist von Gerhard Vollmer, der ja hier noch bekannt ist, auch schon in den 70er Jahren dargestellt worden. Eine ganz wichtige Geschichte. Ich sage das immer so, wir haben einmal formale Anordnungen, die uns zwingen, so oder so zu denken. Wenn ich das jetzt weiß, kann ich natürlich bewusst darüber hinweggehen und mal andere
Gedankenformen wählen. Aber meistens ist es so, dass wir diese Muster immer erst nur gewahr werden, wenn wir getäuscht werden. Ja? Dann merken wir, ist es etwas falsch, das kann nicht sein, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Dann werden diese a priori Mechanismen ja bewusst. Und natürlich die inhaltlich verorteten, das sind die Archetypen. Wie C.G. Jung hat ja in etwa, das ist übrigens aus einem Buch rauskopiert, beschrieben, wie diese archetypischen Muster einmal Wahrgenommenes ja an sich binden. Sie wirken, wir kennen vielleicht den Begriff aus der Chaostheorie, wie seltsame Attraktoren, die weiß nicht wieso und weiß auch nicht wann und warum, Informationen verbiegen, ansammeln, kondensieren und hier fehlt natürlich auch wieder Preisgeben in einer Wahrnehmungssituation. Und in der Tat ist es so, dass wir ja versuchen, das alles gedanklich, sprachlich zu formulieren. Man sollte sich daran erinnern, dass Wahrnehmung, Aesthesis, eigentlich ästhetisch, ja bildhaft ursprünglich geschieht. Der Stamm im Griechischen will es so. Und ich denke mal, wir werden aus dieser Welt, dieses Bodensatzes, unten am Rand des kollektiven Unbewussten, am Übergang zur Physiologie auch, ja, die nur Bilder und Muster wahrnehmen. Das heißt also, Bildhaftes, so ähnlich wie der Traum uns mit Bildern und Mustern Rätsel aufgibt. Denn oftmals kommen aus diesem Bereich auch verfärbte, traumartige, von uns, vom Ich nicht verstandene, symbolhafte Spiegelungen, die es teilweise dem therapeutischen Eingriff unterliegen. Währenddessen Wolfgang Pauli der Meinung war, dass im Laufe der Zeit der Entwicklung und der, was übrigens auch ein Archetypus ist, ich nenne mal einen, der Archetypus der Konjunktion, ja, der Verbindung zwischen Physik und Psychologie, sich zeigen möge, das wäre sowas wie weg von der Therapie, die Übernahme dieser Welt in unseren alltäglichen Tagesablauf und der Forschung. Er hat nämlich festgestellt, dass Erkenntnis in der Wissenschaft oftmals bildhaft beginnt aus dem Unbewussten heraus. Und er hat das teilweise auch in seinen Anima-mäßig, ein anderer Archetyp, auf den ich noch nachher im Zusammenhang hinweisen muss, die große schwarze Unbekannte, beziehungsweise dann auch von ihm geträumte Chinesin, die dann bildhaftes Preis gab, unter anderem eben auch traumhaftes, und er hat sich dann von C.G. Jung beraten lassen. So hatte zum Beispiel Einstein einen Traum, in dem er auf einem Lichtstrahl ritt, würde bildhaft eigentlich die Relativitätstheorie beschreiben. Ein anderer Traum von Wolfgang Pauli war der, dass er eine Person, die aussah wie Einstein, im Traum erschien und ein Bild, das ich jetzt leider nicht hier nachweisen kann, ein Bild präsentierte, anzeichnete, das war ein Viereck und aus diesem Viereck lief eine Linie und das war die Quantenphysik. Die aber eben die Zweiseitigkeit unter den Hintergrund nicht repräsentierte. Und das war für Pauli etwas, das er auf seinen Recherchen nachher bei Kepler und bei anderen Naturwissenschaftlern nachweisen konnte, dass die Vorstellung einer Theorie und Hypothese oft gar nicht rational begann, sondern im Unbewussten, bildhaft, symbolhaft. Und wir wissen, ein Symbol ist ja mehr als ein Zeichen oder ein angeborener auslösender Mechanismus. Es enthält immer etwas Luminoses, Nicht-Erkennbares, eine Bedeutungsnuance, die manchmal auch nicht verstehbar wird und damit natürlich auch die Fragezeichen setzt, die wir in unsere Theorien setzen.
Wir sehen also, dass diese Archetypen Muster sind, man kann das da so nachlesen, wie von der Oberfläche das Bewusstsein etwas angesogen wird, sich ordnend, ja anordnend niederschlägt. Sie sind Organisatoren im Bewusstsein, unbewussten Bereich des Menschen, ja und natürlich in jedem Einzelnen wiedergeboren. Ich will deshalb mal an dieser Stelle von C.G. Jung einen schön ist, das kann ich hier leider aus Zeitgründen nicht machen. Es folgen hier bei Wolfgang Pauli in dieser Rede ja, die Entwicklungsreihe der archetypischen Definition vom Urbild der Seele bis hin zu einem Archetypus per se, ja, der nur formal verstanden werden kann und an den sich die Inhalte anlagern. Und ich will einfach mal jetzt hier diese Form vorlesen, wie C.G. Jung sie gegeben hat. Ihre Form ist etwa dem, also die Form der Archetypen, dem eines Achsensystems des Kristalls ist mit dem zu vergleichen, welches die Kristallbildung in der Mutterlauge gewissermaßen präformiert. Das ist der Archetypus per se, ohne selber eine materielle Existenz zu besitzen. Diese Existenz erscheint erst in der Art und Weise des Anschließens der Ionen und dann der Moleküle. Ebenso besitzt der Archetypus zwar einen invariablen Bedeutungskern und ist im unbewussten Bereich der Psyche präexistent und immanent. Die Mutterlauge, die sich ansetzen muss, die Menschheitserfahrung, stellt die Bilder dar, die sich dann zu immer schärferen und inhaltsreicheren Gestalten auffüllen. Dieses ist dann in der Entwicklungsreihe der Archetypen etwa so zu verstehen, das ist schon zu weit. Wir müssen also dieses Bild anschauen, weil das andere bezog sich noch auf das erste. Da gehe ich dann wieder nochmal zurück. Dies ist auch aus dem Buch von Yolande Jacobi, die ja C.G. Jung auch mehr bildhaft beschrieben hat. Er hat solche Bilder nicht hergestellt, dargestellt. Das ist der Archetyp der Geschlechtlichkeit unter Herausnahme der Entwicklungsreihe des Archetypus des Weiblichen. Wir sehen also hier der Archetypus des Weiblichen, der sich darstellen kann in Anima, männlich Animus. Anima ist das Seelenbild der Frau im Mann, hier nicht ausgeführt, und Animus ist das Seelenbild des Mannes in der Frau. Ich glaube, wenn wir diese archetypische Ausstattung nicht hätten, könnten wir gar nicht sowas wie Liebe oder Liebe auf den ersten Blick empfinden, wo ich mich immer frage, wie funktioniert das eigentlich? Wenn die Anima plötzlich sich spiegelt und man sagt, ach, was ist das? Ja, ist ja unglaublich, geht ja eigentlich gar nicht. Gut, und diese Entwicklungsreihe sieht man also, dass man erstmal symbolhaft vorgehen muss, bis hin, hier geht es dann um die Mutter, das ist deshalb ganz schön, weil ich nachher diese Skulptur aus dem Bereich habe. Und wir lesen, wir müssen das nicht alles lesen, aber wir sehen also, dass zum Beispiel die Nacht, das empfangende Prinzip, das Meer, Wasser, Erde, Wald und dann geht es nachher weiter in bis hin, ja hier, das ist auch wichtig, Hexe, die Fee, die göttliche Jungfrau, die Märchenprinzessin und so weiter. Wir sehen, dass die Archetypen nicht nur eine Abfolge von Symbolen bis hin von der bis zu einer Konkretion aufweisen, nämlich eben die eigene Mutter, ja, die wir auf diese Art und Weise nachgedacht verstehen können, sondern es gibt auch noch eine Auseinanderdehnung, auch in Gegensätze, die sich dann komplementär gegenüberstehen, zum Beispiel von der guten Fee bis zur Hexe oder von der triebhaften Naturfrau bis zur Göttin der Weisheit. All diese Bilder können in uns präsent sein. Und je nachdem, unter welchem Eindruck wir eine Person sehen, so werden wir sie auch einschätzen, was nicht unbedingt der Objektivität einer Jury, ja, zum Beispiel entsprechen würde, sondern eben meiner subjektiven Einschätzung. Damit kommt natürlich eine Subjektivität hier in den doch kollektiven Bereich hinein, sodass wir wieder eine Komplementarität haben zwischen Subjekt und Objekt. Sind oft Gegensätze, die sich
ja, komplementär gegenüberstehen und Paradoxien aufwerfen, die dann aber in der Ganzheit verstanden werden können. Und ich denke, das könnten alle nicht nur für sich, wir werden gleich sehen, wie die Stellung der Archetypen zueinander stehen, für sich zur Selbstwerdung, was ja Individuation bei C.G. Jung heißt, gebrauchen, denn wir sind ja hin und her gebeutelt zwischen solchen Erlebensweisen. Ich will an dieser Stelle dann einen Schritt noch mal weitergehen. Und hier sehen wir zum Beispiel, das ist nicht von mir erfunden, sondern von Stratham Williams, einem Traumpsychologen, würde ich jetzt mal so sagen. Also das heißt, das Buch habe ich hier auch hier, Selbsterkenntnis durch Träume zur Selbstwerdung, wo zum Beispiel das Selbst als Archetypus in der Mitte steht und drumherum ordnen sich jetzt diese sieben grundlegenden Archetypen an, wo man dann auch jeweils die Spannbreite sehen kann. Wir nehmen mal den Archetypen des Weiblichen, der sich ja hier an der rechten Seite zeigt, hinaus. Und wir sehen dort, dass wir da auch, je nachdem, in welche Richtung die Wahrnehmung abgebogen wird, wir einmal das nährende Prinzip haben, dann auf der anderen Seite natürlich ja, Anima, Animus, Venus, natürlich dann auch die Hexe und die schöne Fee oder so, ich interpretiere das mal, je nachdem, in welchem anderen Bereich sie von einem anderen Archetyp angezogen wird. Wir sehen ja auch, dass ein Archetyp nie allein steht, sondern in einem System, dessen Zentrum dann das Selbst ist und die Selbstwerdung eigentlich das ist, was jede Persönlichkeit als Aufgabe mitbekommen hat, aktiv auch zu unterstützen. Und das ist natürlich eigentlich das Wesentliche überhaupt. Ich werde dann noch ein Zitat bringen, warum wir die Zukunft dazu brauchen, auch von C.G. Jung. Aber hier sieht man also diese Anordnung. Auf der anderen Seite würde ich mal sagen, es gibt unbegrenzte Anzahlen von archetypischen Erlebensweisen, die auf diese Art und Weise zusammenfassbar waren. Ich muss dazu sagen, dass der Stratham Williams sich 4 Wochen in ein Kloster begeben hat, um diese Anordnung zu gewinnen. Ja, das kann man nicht zwischen Tür und Angel. Wenn wir es dann einmal haben, ja, ich denke mal, dann sagen wir, ja, so kann es sein. Das kommt mir ja fast selbstverständlich vor. Aber auf der anderen Seite, dieses erstmal in so ein Muster hineinzubringen, ist schon eine, ja, sagen wir mal, ganzheitliche Erkenntnisleistung, einmal ästhetisch, Aesthesis und natürlich auch als logische Denkform. Das wäre auch eine Form der Ganzheit, die man sich in seinem Tun, auch in der Wissenschaft manchmal wünscht und nicht nur immer die Abfolge in logisch-kausalen, bestenfalls dann in vernetzten und Plastizität sich zeigenden Mustern erkennt. Da ist man ja schon immer ein Stückchen weiter. Ich will noch mal deshalb hier zurückgreifen auf ein Zitat der Selbsterkenntnis. Es geht ja darum, dass C.G. Jung auch in einer BBC-Dokumentation dargestellt hat, dass der Mensch dem Menschen selbst der größte Feind ist. Warum? Weil er sich selber nicht kennt. Das heißt also, die Selbsterkenntnis sollte eigentlich Aufgabe sein, um sich selbst in seiner Gesamtheit der Gegensätzlichkeit zu begreifen zwischen Gut und Böse, zwischen den genannten Komplimenten. Und er schreibt dann weiter: Die Bemühung um Selbsterkenntnis ist auch insofern nicht aussichtslos, als ein bis jetzt gründlich übersehener Faktor existiert, welcher unserer Erwartung entgegenkommt. Woher kommt der? Wo war der vorher? Das ist der unbewusste Zeitgeist, der die Einstellung des Bewusstseins kompensiert und ahnungsweise die zukünftigen Veränderungen vorausnimmt. Das entspricht etwa auch dem Satz von Jean Gebser, dass die Zukunft in der Gegenwart ja schon präexistent ist. Wir müssen sie nur irgendwie auf irgendeine Weise extrahieren. Und das ist meistens eben auch nicht rational logisch möglich, sondern oft bildhaft
Und dazu ist natürlich auch, ja, wo ich manchmal sage, sehr wichtig, die Kunst zu betrachten, die Musik, die ja oft in ihrem Erkenntnisspektrum der Wissenschaft um 50 Jahre voraus ist, wie wir späterhin dann irgendwann feststellen. Und Schiller sagte ja einst, ja, die Erkenntnis fängt stets im Unbewussten an. Und Goethe sagte, wir müssen den Holzstoß nur recht richten und trocknen. Er fängt alsdann Feuer von allein und wir wundern uns darüber. Sind Zitate, die ich natürlich schon oft auch in Lehrveranstaltungen gebracht habe, weil wir uns wirklich darüber wundern. Ich will jetzt noch mal zurück und es geht hier auf die Skizze. Da haben wir nämlich Archetypen, Prototypen, die ja als Komplemente gegenüberstehen, weil sonst etwas nicht komplett wäre. Komplementär, komplett, ja, ist ja irgendwie auch, sagen wir mal, hängt irgendwie zusammen. Die Ganzheit zu erfahren ist, dass wir diese Spiegel brauchen. Und muss man sich fragen, wie kommunizieren die? Einerseits natürlich über dieses Bewusstsein, das ja nur einen kleinen Ausschnitt davon empfangen kann, untereinander möglicherweise selbst. Ich will jetzt keinen strapazieren damit. Es gibt tatsächlich eine Interpretation der Quantenphysik, die nicht die der Kopenhagener Deutung der Wellengleichung von Schrödinger, zwar formal nicht widerspricht, aber für uns ganz ungewöhnlich ist, das ist die transaktionale Deutung, die ja durch eine Zweiwertigkeit, die eigentlich auch gefordert wird in jeglicher physikalischen Deutung, die Zeit rückwärts laufen lässt. Und das widerstrebt uns natürlich vollkommen. Man muss natürlich sagen, was ist das für eine Zeit? Im Quantenbereich gibt es diese Zeit, wie wir sie kennen, als lineare Uhrenzeit überhaupt gar nicht. Und es gibt auch keine formale Anordnung. Sie ist, wir müssen da also von Akkausalität und Nichtlokalität sprechen. Und das will ich Ihnen aber jetzt ersparen an dieser Stelle, sondern nur mal vorstellen, ich wollte hiermit eigentlich nur deutlich machen, dass dieses Ich mit seinem Bewusstsein als Subjekt des Bewusstseins und seinem gerade noch klar werdenden persönlichen Hintergrund und Vordergrund, so müssen wir jetzt denken, beteiligt ist an der Ausformulierung dessen, was wir Zeitgeist nennen, der natürlich eine Konstellation von Archetypen bedeutet, und dessen, was da kommen wird und natürlich präexistent ist. Es ist nicht so, dass wir hin und her gebeutelt werden als Individuum und letztlich dann, ja, wenn wir tot sind, den Würmern preisgegeben werden, sondern etwas bewirken. Und ich kann an dieser Stelle dann immer nur sagen, es heißt ja nicht dann, werde, was du bist, sondern erwarte, gestalte, damit du werdest, was du bist. Ich will jetzt nicht weiter eingehen auf dieses Erbe-Umwelt-Problem und das sind andere Geschichten, die müssen wir mal andermal machen, sondern ich will an dieser Stelle mal zeigen, wie sich diese Archetypen auch ausdrücken, und hier im Rahmen einer studentischen Arbeit. Wir haben ja damals, als ich noch aktiv in dem Bereich tätig war, das Glück gehabt, dass die Studenten einen Ästhetikschein im Lehramt zu absolvieren hatten. Und ich habe das natürlich genutzt und die durften dann, da dürfen es heute auch noch ohne Ästhetikschein natürlich, eine gestalterische Arbeit anfertigen, um das zu zeigen, was sie schon immer gerne machen wollten, was sie bedrückt, was sie ja jetzt auch gern forscherisch ausdrücken wollen und so weiter. Natürlich mit einer ja, Dokumentation, die auch dann wissenschaftlich natürlich den Formalitäten genügen musste. Ich habe also Folgendes erhalten und habe dann nachgelesen, was das an Bedeutung hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar rauskommt. Dies ist eine Skulptur, die einige kennen. Ich habe die hier schon mal angeschleppt. Vor zig Jahren war das.
ein Torso, der ja aus Drahtgeflecht mit darüber geführten Pappmaché gestaltet ist. Und es war also Folgendes, zu Helm, also ist das ja farbig nachher auch ganz schön eigentlich, wie hier auf meinem Bildschirm, dass wir hier mehrere symbolhafte Einheiten sehen. Einmal diesen Drachen, der einmal diese Skulptur umhüllt. Das ist also das Symbol des Ouroboros, die Schlange, die sich letztlich in den Schwanz beißt, damit natürlich eine Gänzlichung zeigt, die hier aber nicht ganz geschlossen ist, sondern bewachend tätig ist und natürlich vor der Mutterhöhle, ja, die Höhle, wieder ein Symbol, das Empfangende, sich posiert hat, um Schutz zu bieten. Dieses ist das Ganze von der anderen Seite dargestellt. Das ist dann also dieser Schwangerschaftsbauch mit den weiblichen Formen, nochmal umhüllt mit diesem Zackendrachen, dieser Schlange, diesem Urtier, was eine hier bewachende Form einnimmt oder eine behütende. Und merkwürdigerweise wird ja dieser Schwangerschaftsbaum gehalten, in dem die Geburt geschieht. Und die können wir sehen jenseits des Ellenbogens, oberhalb des Ellenbogens. Ich sagte schon, ein Welpe hat gearbeitet, es war Katzenkopf. Einer Katzengeburt, wo die Ohren jetzt leider abgefressen sind. Ich kann die auch nicht restaurieren, ich finde es auch ganz schön, dass mal sowas so zu dasteht. Die Studentin, so wie ich hinterher gelesen habe, ich habe ihr natürlich auch gedankt und die war ja auch immer knapp bei Kasse und weiß nicht, ob man das darf, ich habe ihr das abgekauft. Ja, gesagt, das muss ich haben und dann hat sie 200 Euro oder eine Mark. Ne? Ich hatte das und sie hatte das und ich hatte zudem aber auch noch die Geschichte dazu. Diese Studentin hatte sehr früh, ich glaube als Schülerin, schon ein Kind bekommen und hat das nie richtig verarbeitet. Ich will jetzt nicht auf den therapeutischen Wert eingehen. Ich weiß aus vielen Bereichen, dass in dem die Gestaltung dieses Ablaufes, wir haben ja gesehen, die Lebensreise als ein grundlegender Archetyp, in dieser Ausgestaltung so etwas wie eine Gänzlichung der Komplimente passiert, sodass natürlich auch ein heilender und, sagen wir einfach mal, konsolidierender Effekt sich auswirkt. Und ich kann nur sagen, dass wir selber auch diese Formen kennen, indem man Träume mal auf diese Art und Weise annimmt und gar nicht versucht, jetzt so symbolisch zu deuten, sagen, so ein Buch, der Fisch steht für, sondern einfach mal ganz naiv sehen, was sagt mir das eigentlich? Wo sind die Nuancen? Was sind letztlich die Bilder? Wo kommen die her? Was haben sie mir zu sagen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der Zeit um bin. Kann das so passen? Dann möchte ich mich bei allen sehr herzlich bedanken. Leider ist das ein so komplexes Thema, dass man das nur anreißen kann. Ja, vielleicht können wir noch einiges in der Diskussion sagen. Ich danke allen sehr recht herzlich.
Gibt es denn schon Fragen aus dem Publikum, die wir aufzeichnen können jetzt? Das ist so, ja doch, da hinten haben wir zwei Wortmeldungen. Ja, bitte keinen erschlagen mit der Tonung. Herr Hinz, eine etwas provokative Frage. Wozu brauchen wir noch die Archetypentheorie, wenn es den Begriff des kulturellen Gedächtnisses gibt, von Jan Assmann geprägt? Ich habe, das ist sicher an mich gerichtet, die Frage. Ja. wie hieß das? Ja, es gibt ja auch das prototypische Gedächtnis und das würde dann ja auch im Spiegel stehen. Ja, was heißt hier, sicher, man muss sich immer fragen, was man braucht und was man nicht braucht. Also ich denke mal, einen therapeutischen Wert hat sie allemal und einen erkenntnistheoretischen, das ist die Frage. Es ist halt ein kollektives Gedächtnis, das allerdings nicht konstant ist, sondern durch eine Person immer wieder geformt wird. Und das jetzt, wie gesagt, wie ich meine, auch zwischen Zukunft und Vergangenheit. Also therapeutisch ist es sehr wichtig. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Okay. Da eine ganz andere Frage, aber ich will mich nicht vordrängen. Ja. Da war noch eine Wortmeldung. Wenn sich niemand mehr melden sollte, frage ich noch mal was anderes. Okay. Ich habe eine Frage an Herrn Altenmüller. In Frankreich zumal gibt es ein Erlebnisraum, der heißt Son et Lumière, also auf Deutsch Ton und Licht. Ne? Das geht an die Frage, mein Freund sagte eben gerade, das hat auch schon in den Herrenhäuser Gärtmann stattgefunden, von Händel, also eine Potenzierung der Empfindung zugleich durch zwei oder mehr Sinneswahrnehmungen. Das ist in Deutschland aber sehr viel seltener zu finden als zum Beispiel in Frankreich, von woher ich es vor allen Dingen kenne. Ist das so, dass das nur subjektiv ein Empfinden ist oder kann man das auch physikalisch sozusagen erklären, wie Sie ja andere Phänomene uns nahegebracht haben? Also, das ist eine gute Frage. Son et Lumière ist in der Tat, gibt es in Frankreich, Sie finden es in der Türkei an der Hagia Sophia, Sie finden es an den Pyramiden, Sie finden es an vielen großen Orten der Welt, die ästhetische Genugtuung verschaffen. Ich glaube, in Deutschland ist es deswegen nicht so populär, weil wir deutschen Puristen sind und das Ganze als kitschig und unnötig abtun. Das wäre meine Bauchantwort dafür. Aber selbstverständlich, jeder Film hat Son et Lumière, jede Oper, Sie gehen ins Opernhaus hier in Braunschweig, Son et Lumière, was wollen Sie mehr? Und insofern ist natürlich die Möglichkeit, die Sinne zu maximieren, den Sinneseindruck zu maximieren, ist natürlich durchaus denkbar. Wobei interessanterweise eben auch durch den Verzicht, durch sehr einfache Regien, durch Schwarz-Weiß-Filme, durch Filme mit viel Schweigen in der Zwischenzeit die neuesten und höchst aparte Wirkungen hervorgerufen werden. Frage damit beantworten, haben wir hier vorne eine Frage. So. Ich stelle mir vor, ich komme an Ihr Institut und weiß, dass Sie Drittmittel einwerben und habe einen Werbeauftrag. Das heißt also, Sie sollen im Sinne von Rüdiger Dahlke, der Sie Resonanztheorie entwickelt hat, sollen Sie jetzt bitteschön für das Produkt, das ich vertrete und das ich Ihnen jetzt vorlege, nämlich einen Schattenriss, das heißt Don Quixote auf einem Pferd reitet, aber ich kann als Betrachter das Reiten entweder als Wegreiten definieren oder als Herkommen oder als beides. Und Sie sollen jetzt bitteschön mich beraten, natürlich als Musikfachmann, wie man das
Im Gegenteil zu den Voruntersuchungen, die meisten sehen ihn zwar kommen, positiv, viele aber auch wegreiten und viele sind indifferent. Wie können Sie das musikalisch jetzt lösen oder existiert für Sie dieses Resonanzprinzip? Ich weiß nicht, ob Sie Rüdiger Dahlke kennen, sicherlich, der also recht ausführlich beschrieben hat, dass alles, es würde auch dann an Sie gehen, Herr Hinz, dass alles, was passiert, Resonanz ist. Und gibt es dafür aus der naturwissenschaftlichen Ecke, so wie Sie es heute dargestellt haben, eine Erklärung oder auch von der psychologischen Erfahrung her? Als Philosoph habe ich selbstverständlich eine Erklärung dafür, aber lässt sich das anderweitig auch noch belegen? Ja, ich kenne die Resonanztheorie. Ich würde das tatsächlich, also wenn Sie zu mir kommen als Drittmittelauftrag, ich würde ein akustisches Muster wählen, was tatsächlich ein davonreitendes Pferd darstellt. Das wäre das. Moment. Ah, hallo. Okay, Moment. Also ich würde ein akustisches Muster eines Decrescendos wählen und dann hätten wir die perfekte Illusion eines davonreitenden Pferdes. Das ist relativ einfach zu perfektionieren. Was die Resonanz angeht, ist es eben so, dass wir eben davon ausgehen können, dass wir die Spiegelneurone haben. Die Spiegelneurone in unserem Gehirn, die sind im Wesentlichen im Stirnhirnlappen und im Scheitelhirnlappen präsent. Die führen dazu, dass wir die Empfindungen teilen, die wir wahrnehmen, sei es auditiv, sei es visuell, sei es olfaktorisch. Wir sehen einen Menschen, der leidet und unser Schmerzzentrum ist aktiv. Wir sehen einen Menschen, der Klavier spielt und unsere Fingerzentren sind aktiv. Wir sehen einen Menschen, der einen unglaublich wunderbaren Hibiskusblütenduft an einer Blüte riecht und wir sehen ihn und wir riechen diesen Blütenduft. Ich habe auf meinem Computer Beispiele von einem Zahnarztbohrergeräusch. Dieses Zahnarztbohrergeräusch funktioniert hundertprozentig. Jeder von Ihnen wird den Schmerz verspüren, wird das Gefühl, viel Wasser im Mund zu haben, den Sauger dabei zu haben und so ein bisschen nach Verbranntem riechen. Das ist natürlich selbstverständlich so, dass wir das in unserem Gehirn repräsentieren, was wir in der Außenwelt wahrnehmen. Und da sind wir Menschen am besten, weil wir sind die am höchsten entwickelten sozialen Wesen. Wir haben ein unglaublich Sozialsystem und nur deswegen brauchen wir das große Gehirn, um dieses Sozialsystem, was Sie hier im Moment konstituieren, wahrzunehmen. Ja, ich glaube, da. Ja, kurze Bemerkung. Also ich schließe mich dem an und sehe allerdings auch noch ein Phänomen der Synästhesie dabei. Ja, würden Sie auch so als Philosoph sagen? Die Synästhesie ist ja irgendwo auch neuronal festzustellen, dass das irgendwie fraktal zurückläuft auf immer enger werdende neuronale Muster, die sich begegnen können. Ja, nicht fatal, aber. Nee, fraktal. Ach, fraktal. Okay. Fraktal. Auf immer anderen, ja, anderen sagen wir mal, Ordnungshierarchien. Das müsste man dann natürlich, ich denke mal, austesten, um die Drittmittel auszuschöpfen. Aber das ist ja jetzt negativ, was er ja nicht, dass der wegreitet und der Eindruck entsteht, das Produkt, das ich anbiete, eignet sich nicht. Der will das nicht. Ich möchte gern, dass die meisten jetzt, und zwar alle sehen, der kommt zu mir her. Na gut, dann mache ich einen Crescendo rein. Kein Problem. Das ist eine Sache von 10 Minuten. Hier vorne ist eine Frage. Habe ich da hinten eine übersehen? Ich möchte Herrn Professor Altenmüller fragen, gibt es denn die Welt oder ist sie eine Konstruktion unseres Gehirns? Können wir Gewissheit haben, dass sie da ist? Können wir sie vielleicht nur nicht richtig erkennen oder ist sie gar nicht da eventuell? Ja, Frau Sonneck, gibt es die Welt? Ich bin ein einfacher Neurobiologe. Ja, ich bin ein einfacher Neurobiologe. Das ist ja eine Glaubenssache. Das ist eine philosophische Sache. Da haben sich viele kluge Leute über viele Jahrtausende bereits die Gedanken darüber gemacht. Für mich gibt es die Welt, aber ich glaube auch an ein physikalisches Weltbild und ich glaube auch daran, dass es die Gravitation gibt. Ich glaube auch daran, dass das Gehirn die Welt repräsentiert. Für mich gibt es das, aber beweisen kann ich es nicht. Das ist eine philosophische Fragestellung. Da gehe ich außerhalb meiner Kompetenzen. Da drüben war noch eine Frage.
Sie sind da nicht drauf eingegangen, aber welche Rolle spielen Hormone auf Empfindungen und Wahrnehmungen, die Sie dargestellt haben? Total gute Frage. Hormone. Und zwar welche Hormone, wäre vielleicht auch noch wichtig, die also unsere Wahrnehmung und Empfindung beeinflussen. Und die zweite Frage, wo würden Sie in diesem Zusammenhang die Seele lokalisieren? Ja, also heute lauter schwierige Fragen. In welchem Hirnteil oder welches... Also ich bin zwar Missionarssohn, aber mit der Seele... Okay, erstmal Hormone, dann die Seele. Zu den Hormonen kann ich sagen, ich habe mir überlegt, ob ich das hier sagen möchte, aber ich fand es dann vielleicht ein bisschen zu ratlos für einen Neurowissenschaftler. Aber es gibt das berühmte Ignorabimus von dem Physiologen Émile Dubois-Raymond in seinem Brief 1905 geschrieben an seinen Freund, dem er sagt, auch selbst wenn wir jede Nervenzellverbindung unseres Gehirns kennen würden, selbst wenn wir jede Synapse genau gemessen hätten, wüssten wir doch nicht, warum wir bei einer Cellosuite von Bach Tränen in den Augen haben. Dieser Spruch zwischen der neuronalen Aktivität und dem, was wir empfinden, dieser Gap, der ist immer noch da, und das ist eben das, was meiner Ansicht nach die Neurodiskussion über Neuroästhetik flach macht. Selbstverständlich wissen wir heute, welche Hormone aktiv sind, wenn ich große ästhetische Befriedigung habe. Ich habe da viel dazu geforscht. Ich habe 5 Jahre damit verbracht, die Gänsehauterlebnisse beim Musikhören zu analysieren, zu charakterisieren, die Hormone abzuleiten, die Hirnströme abzuleiten. Es ist so, wenn Sie eine Gänsehaut haben beim Musikhören, dann werden Glückshormone und Belohnungshormone ausgeschüttet. Klar, logisch, Endorphin und Dopamin. Dann schreibe ich dann manchmal in meinen früheren Arbeiten, habe ich noch geschrieben, das ist so wie beim Sex oder wie bei, wenn man starke Drogen nimmt. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob Sie Sex haben oder ob Sie ein schönes Musikstück hören. Das ist das Qualia-Problem. Der Unterschied, die Nervenzentren sind die gleichen. Die Aktivität, die Hormone sind die gleichen. Aber wie wir das Ganze empfinden, da gibt es einfach etwas, was nicht linear damit verbunden ist. Das war die erste Frage. Hormone spielen eine Rolle, und zum Beispiel Stresshormone können die Wahrnehmung völlig verändern. Wir können eine unglaubliche Zeitraffer oder eine Zeitlupenfunktion damit haben. Sie kennen das alles aus Autounfällen, wo Sie dann plötzlich denken, Sie überschlagen sich und es vergehen Minuten. Dabei ist es ein Bruchteil einer Sekunde. Die zweite Frage von der Seele. Es ist so, dass ich selbstverständlich, also das ist, ich bin, wie gesagt, komme aus einem pietistischen Elternhaus. Meine Eltern haben an die Seele geglaubt. Für mich ist die Seele ist präsent. Das ist die Funktion meiner persönlichen Eigenschaften, die ganzheitliche Funktion meiner persönlichen Eigenschaften inklusive meiner genetischen Veranlagung, inklusive dessen, was ich gelernt habe, inklusive dessen der Menschen, die mich berührt haben, die mich beeindruckt haben. Es ist ein komplexes, zeitlich-räumliches, ich will mal sagen, emotional-kognitives Gebilde, was aber mit meinem Tod vorbei sein wird. Und meine Kinder, ich habe 3 davon, die werden das weitertragen. Das ist jetzt etwas biologistisch, aber es ist so. Ja, ich habe eine Frage an Professor Altenmüller. Es gibt ja wohl 5 handfeste Sinne, die hören, schmecken, sehen und so weiter. Gibt es für Neurobiologen auch noch Nachweise im Gehirn, dass es darüber noch mehr gibt, ja, die entweder verkümmert sind oder die dabei sind, sich zu entwickeln? Total interessant. Also es ist die Frage, ob es gibt noch andere Sinne außer den 5 Sinnen. Also, es gibt viele Tiere, die haben fantastische Sinne. Die haben also, zur Konfirmation habe ich ein Buch bekommen, vielleicht kennen das einige von Ihnen, Vitus B. Dröscher, Magie der Sinne im Tierreich, elektrischen Sinn,
Es gibt Tiere, die spüren elektrische Ströme in den Amazonas-Sümpfen über hunderte von Metern. Dann die Magnetsinne der Krebse. Dann die Taubensinne, der Geruchssinn der Tauben, die, wenn sie die in Zelle rauslassen bei Herrn Hinz, kommen sie zurück nach Braunschweig in sein Institut. Und all diese Sachen. Es gibt natürlich sehr viele Sinne, die wir im Tierreich kennen, die wir Menschen nicht haben. Und es gibt bei uns sicher auch angelegte Sinne oder atavistische Sinne, die bei uns nur nicht ausreichend ausgeprägt sind. Zum Beispiel haben wir ja auch noch so etwas wie eine Zirbeldrüse. Wir haben noch einen Lichtsinn, der eben immer noch zum Beispiel uns auf Lichtveränderungen aktiv macht, so wie es viele Reptilien haben. Wir haben auch noch einen Infrarotsinn. Wir können auch noch, das kann jeder mal ausprobieren, in einem total abgedunkelten Raum die anderen Menschen in der Richtung spüren. Viele von diesen Sinnesresten sind gewissermaßen bei uns durch unsere Akkulturation weitgehend verdrängt worden, können aber wieder aktiviert werden. Dann möchte ich mal Herrn Professor Hinz fragen, ob es auch Sinne gibt, die nicht in Organen lokalisiert sind. Ja, also das ist ja mal schwer zu beweisen, aber ich denke mal, sowas wie Ausflüge des Bewusstseins, zum Beispiel Nahtoderlebnissen aufgezeichnet und ich glaube heutzutage nicht mehr aus den Erlebnisberichten vorzudiskutieren, zeugen ja davon, dass es ja außerräumliche Wahrnehmungen gibt, jenseits unserer lokalen Augensinn und Hörsinne. Das wird natürlich immer versucht wegzuerklären, lässt es sich aber gar nicht, weil die Berichte darüber, ich habe selbst solche Berichte schon, also auch wirklich von Personen gehört, zu authentisch sind. Und das kann man sich natürlich nur dadurch erklären, dass, und dann kommt ja wieder jetzt hier meine angenommene feldhafte Ausbreitung, also Bewusstseinsfelder, an denen wir partizipieren und uns praktisch einklinken mit unseren auch organischen Sinnen, die dann natürlich im Nahtod, wo wir noch was reanimiert werden, darüber berichten können. Und was dahinter passiert, wissen wir nicht. Ich war letztes Jahr auf einem Kongress in Castrop-Rauxel, wo ein Nahtodforscher, ein Psychiater aus Hamburg, Schröter Kuhnhardt, darüber berichtet hat, sehr schulmedizinisch, aber eben auch aus Interesse eine ganze Sammlung darüber hatte. Und der sagte, es scheint so etwas zu sein wie eine Vorbereitung auf das, was da kommen wird. Mehr konnte er dazu nicht sagen als seine Erklärung. Ich kann da auch nicht mehr zu sagen. Hier vorne war erstmal eine Wortmeldung. Und dann hier. Ja, ich habe bitte eine Frage an beide Experten, wenn ich die Mitte mal da ausklammere. Nämlich, ich habe heute Abend, glaube ich, gar nicht gehört, Geist und Wahrnehmung, die verschiedenen Träume des Menschen, Schlafträume, Illusionen am Tag. Ich habe noch nie geträumt, dass ich 6 richtig im Lotto habe, aber ich habe viele andere aus der Vergangenheit wieder hochgeholt. Wahrnehmung der Zukunft war sicherlich auch dabei. Kann man das lenken, wenn ich mal Alkohol abziehe? Soll ich mal antworten? Ich habe selbst erlebt, auch in therapeutischen Versuchen mal, dass Probanden oft kamen und sagen, ich träume nie. Und ich habe dann einfach gesagt, naja, sie werden träumen. Dieser Betreffende kam dann auch, war vollkommen überrascht, dass das eingetreten war. Ich denke mal, er hat einfach sich fokussiert und positioniert, auf das nächtliche Geschehen mal zu achten. Und die Frage ist nur, inwieweit ich jetzt damit etwas Vergangenes bzw. zukünftig Ahnungswesens und so weiter wahrnehme. Das ist ja manchmal in einem Traum so, dass man ganz authentisch irgendwie ein Gefühl hat, dass dieses plausibel ist und Sinn macht und anderes nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass es einen Anspruch auf die
ja, das tatsächliche Geschehen natürlich erhebt. Also jeder kennt auch solche Beispiele, wo man sagt, ich habe etwas gemutmaßt. Ja. Manche sprechen von Präkognitionen, die dann eintreffen oder auch nicht. Ja. Ich kann nur immer sagen, es gibt das, dass etwas sich zeigt und auch dann von der Möglichkeit in die Wirklichkeit springt und manchmal nicht. Aber es ist immer auch eine Frage, ja, sagen wir einfach mal, der Positionierung. Manche würden sagen, des Glaubens. Also, ich möchte dazu auch noch was sagen. Es geht ja auch so in die Richtung Voraussehen, Telepathie. Der Erfinder des EEGs, des Hirnstrombildes, Hans Berger, ist im Jahr 1912 vom Pferd gestürzt als 18-Jähriger bei einem Militärmanöver und war schwer verletzt. Seine Schwester in Jena, er war in Würzburg, seine Schwester war in Jena, hat ihn an diesem Tag und nur an diesem Tag ein Telegramm geschrieben mit der Frage, ich habe das Gefühl, dir ist was passiert, schreib mir schnell zurück, dass es dir gut geht. Hans Berger hat es zum Ausgangspunkt einer Reise genommen, die ihn 20 Jahre gekostet hat, um das Hirnstrombild des Menschen zu erforschen. Er hat geglaubt, es gibt Signale, es gibt Sendungen, die senden wir aus. Die war seine Schwester, hat gewissermaßen seine Signale gelesen in Jena und hat ihm daraufhin dieses Telegramm geschrieben. Und das war immerhin ein Antrieb für eine der wichtigsten, heute würde er sicher für seine Erkenntnis den Nobelpreis bekommen, die Hirnstrombildforschung. Ich habe mir das genau überlegt und es ist natürlich schon so überraschend, dass sie nur an diesem Tag ein Telegramm schrieb. Aber schauen Sie mal, wie oft denken Sie darüber nach und fürchten Sie im tiefsten Innern, dass Ihre geliebte Partnerin, dass eines Ihrer Kinder bei einem Unfall gerade verwickelt ist oder dass ein Flugzeug abstürzt. Solche Gedanken habe ich immer. Ja, ich meine, wir haben Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Gedanken jeden Tag. Und wenn es dann eintritt, dann sage ich, ja, das habe ich gespürt. Und das ist Telepathie. Und ich glaube, das muss man schon sehen, was in unserem ständig laufen, was an Ängsten, was an Befürchtungen, in unserem ständig laufenden Stirnen da vorüber passiert. Tausende, Zehntausende, Hunderttausende wahrscheinlich pro Stunde. Und dann kommt der eine, kommt zur Realität und dann glauben wir daran, es gab eine Seelenverbindung. Also darf ich weiter träumen? Sie dürfen und sollen weiter träumen, ja. Okay, hier haben wir noch eine Frage. Mir geht es um das Phänomen der Synästhesie. Ja, das ist also überhaupt nicht weiter erwähnt worden. Wir haben also die einzelnen Sinnesmodalitäten, haben Sie kurz erklärt, die beiden, der akustische und optische Sinn. Aber jetzt geht es um die Synästhesie, also die Verschaltung gleichzeitiger Sinnesempfindung aller fünf Sinnesmodalitäten. Ja. Das als Phänomen nur mal kurz erklärt nochmal. Es ist jetzt die Frage, wodurch kann das ausgelöst werden, außer mit LSD-Drogen? Ja, ja. Das ist kein Problem, da weiß man Bescheid. Aber wie weit ist das möglich, als ein Mensch, der nicht durch Drogen beeinflusst ist, vielleicht durch psychische Besonderheiten, also jetzt, weil er sehr stark ist, gefordert ist, gestresst ist und so weiter, dass sie dort Anführungsstriche physiologische Kurzschlüsse erzeugen, ja, dass eine Synchronisation der einzelnen Sinnesmodalitäten auftreten können? Ja, da ist ja relativ viel geforscht worden, jetzt auch die letzten 5 Jahre bei Professor Emmerich in Hannover. Also man muss davon ausgehen, Synästhesie ist eben die unwillkürliche Wahrnehmung eines Sinneseindruckens in einer anderen Modalität. Also bei uns an der Musikhochschule, wir haben etwa 6-5% Synästheten, das sind junge Frauen und Männer, die einen Klang unwillkürlich dann gleichzeitig als ein Farbbild, Türkis, C-Dur ist Türkis, D-Dur ist Tiefviolett, sehen. Es gibt andere Synästheten, die sehen bestimmte Buchstaben rot. Es ist wunderbar in der Literatur dokumentiert von Arthur Rimbaud. Es gibt ein fantastisches Gedicht von Brentano. Hoch, es klagt die Flöte wieder, golden fliehen die Töne nieder. Das ist in der Romantik, ist die Synästhesie, die Entgrenzung, ist gewissermaßen der Normalfall, finden Sie bei Novalis in Massen und so weiter. Also
Physiologisch ist die Synästhesie vermutlich defiziente Hemmung der Sinne im frühen Kindesalter. Und die Synästhesie ist vermutlich allen Säuglingen gemein. Und was unser Gehirn in der Reifung macht, ist Hemmung aufzubauen, damit die einzelnen Kanäle zuverlässig getrennt werden können, weil das wiederum zur Vereinfachung der Welt beiträgt, die Simplifizierung. Es gibt sehr viele Untersuchungen in der Zwischenzeit, dazu wunderschöne hirnphysiologische Untersuchungen, auch eben aus dem Labor von Christopher Sinke und von Janina Neufeld. Ich habe die beide als Doktoranden mitbetreut. Herr Emrich war ihr Erstbetreuer. Die können sehr schön zeigen, dass ein Synästhet dann tatsächlich, wenn er einen Klang hört, sind seine visuellen Areale beispielsweise dann aktiv. Aber das Ganze ist wahrscheinlich wiederum ein Atavismus, der eher das, sagen wir mal, unausgereifte und undifferenzierte kindliche Denken repräsentiert und der eigentlich harmlos ist und die meisten Menschen auch nicht betrifft. Was wichtig ist, ist, jede Synästhesie ist individuell und verschieden. Also das C-Dur ist eben nicht immer türkis, sondern ist bei anderen auch mal rosa oder einfach mal quer gestreift. Welchen evolutionären Vorteil könnte es gegeben haben, nicht nur jetzt pathologische Sehen oder noch eine Unreife im Fötenstadium und später, sondern vielleicht sogar ein Vorteil, dass jemand synästhetisch wahrnimmt? Das könnte ja auch durchaus einen evolutionären Vorteil in der Menschheitsgeschichte gehabt haben. Können. Also, das ist sicher so. Der Vorteil könnte darin liegen, dass wir zum Beispiel bessere Gedächtnisstrukturen und vertiefte Gedächtnisverarbeitung haben. Da will ich nur kurz sagen, also wir mussten, ich bin ja auch ausgebildet als Psychiater, ich bin Neurologe und Psychiater. Wir mussten alle dieses Mescalin-Experiment machen, das war damals in Freiburg Pflicht. Jeder Psychiater musste einen Tag lang eine experimentelle Psychose durchleben. Ich habe eine massive Synästhesie dabei erlebt und eine manische Episode. Das ist ja sowieso bei mir so, dass ich da immer aufpassen muss, dass ich da nicht drin stecken bleibe. Jedenfalls die Synästhesiebegabung ist wahrscheinlich bei uns allen mit drin. Und die wird dann tatsächlich dann unter bestimmten starken Ermüdungen, starken Extremsituationen, wird diese Hemmung, wird dann aufgehoben und eben auch dann Drogen natürlich. Und jetzt ist Folgendes, aber auch in unserem Sprachgebrauch, wir sind so synästhetisch auch schon semantisch gepolt. Schauen Sie den Sprachgebrauch der Musik, das klingt dunkel, das klingt hell, das klingt scharf, das klingt spitz, das klingt, wenn Sie allein, wie wir die Klänge bezeichnen, dann sehen wir es alles voll mit synästhetischen, semantischen Attributen, sodass wir sicher auch einen großen kollektiven gemeinsamen Synästhesie-Pool haben. Ja, dann komme ich jetzt vielleicht mal in die Gelegenheit, noch eine Frage zu stellen, die an Sie geht. Wir haben vorhin aus dem Publikum den Begriff kulturelles Gedächtnis gehört. Wir haben ja das Problem, im Gegensatz zu vielen Tieren, das werden Sie vielleicht auch bestätigen können, dass wir kein Artgedächtnis haben, sondern dass jede Generation, jedes Individuum von uns bestimmte Dinge, nämlich die, die wir kulturell entwickeln haben, immer wieder neu lernen müssen. Das bedeutet aber auch, dass solche Dinge wie Nazi-Herrschaft oder verschiedene andere Geschichten, die in diese Richtung gehen, dass das nicht in ein Artgedächtnis übergeht und insofern dann gespeichert wird und von daher möglicherweise Verhinderungsmechanismen aufgebaut werden, das funktioniert nicht, sondern es muss kulturell passieren. Inwieweit können da oder gibt es da eine Möglichkeit, da Sie ja, wenn ich das richtig noch im Gedächtnis habe, gesagt haben, dass diese Archetypen, dieses kulturelle Unterbewusste allen Menschen gleich ist, eigentlich, da soll es ja angeblich keine Ausnahmen geben, könnte das helfen, in dieser Richtung irgendwas, ich sage mal, weiterzuentwickeln in Zukunft? Ja, man darf kulturell jetzt nicht auf zu konkrete Ereignisse und Abläufe abstellen, sondern ich hatte ja gesagt, und ich denke, das war in der Definition von Jung auch drin, dass es diesen Archetypus per se als, ja, sagen wir mal, ein Anordnungsmuster für alle Menschen gibt, der dann mit Inhalten aufgefüllt wird.
Ich denke mal, weil das Nazi-Beispiel kam, da geht es jetzt nicht so sehr um, sagen wir mal, Uniformität, oder so, sondern um symbolische Dinge wie Lichtdome, Größe, Weite, ja, um solche Dinge, Banner, was etwas bannen, das geht um Symbole. Und diese Symbole, die sind sehr, sehr wirksam, oder wir müssen nur ins Fußballstadion gucken, wo man solche kollektiven Erlebnisse jetzt ganz in unsere Kultur, die da so Fußball betreibt, hineinprojizieren können. Die Ursymbole, denke ich mal, sind oft interkulturell. Ja? Das heißt also, C.G. Jung ist ja gereist, ich glaube einmal nach Kenia und einmal nach Neumexiko und hat dort auf seinen Forschungsreisen diese interkulturellen Muster, muss man schon sagen, festgestellt. Und auch übrigens in der Psychiatrie haben, ja, sagen wir dann jetzt mal, wie soll man sagen, Patienten, Leidende, ja, oftmals von Erlebnissen berichtet, die sie so nicht hätten, noch nie wahrgenommen haben, die sich aber vergleichen lassen, teilweise mit Mythologien, mit Mustern, die dort in ganz anderen Bereichen aus der Vergangenheit schon existierten, obwohl sie das nachweislich nicht hätten wissen können. Es gibt überhaupt eine interessante Geschichte. In Wunstorf ist ja das Landeskrankenhaus und dort gibt es eine gewisse Zelle, das ist die Klingebielzelle, wo ein Einsitzender plötzlich angefangen hat zu malen. Der hat erst Zahnpasta gefärbt und bis dann die Wärter ihm diese Farbe und jene Farbe mitgebracht haben. Und diese ganze Zelle ist ausgemalt mit Mustern, die diese Person nicht gesehen hat, weil sie ja die Hälfte des Lebens einsaß und die zu dieser Zeit auch irgendwo in Ausstellungen liefen, die er nicht kennen konnte, wo aber gleiche Muster einmal in der Kunst zu sehen waren und natürlich auch in seiner Kunst. Und unser Kollege Siegfried Neuenhausen spricht auch deshalb nicht von dem psychiatrischen Patienten, sondern von seinem Künstlerkollegen. Da ist manchmal überhaupt nicht trennbar, ja, woher diese Kreativität kommt und wo diese, bei Neo Rauch sehen wir auch solche viel und archetypischen Bilder, der kann es natürlich wissen, aber meistens ist es ja nicht bewusst. Ich denke, wenn ich jetzt etwas bewusst darstellen will, dann gelingt es mir auch gar nicht. Ja, so weit erstmal kann man ganz viel anschließen. Thema ohne Ende. Hier vorne ist eine Wortmeldung. Ich habe eine Frage nach der Wirklichkeit. Kann es nicht sein, dass die Wirklichkeit für uns schon immer eine gefilterte Wirklichkeit ist? Unsere Sinne filtern aus dem Rauschen etwas heraus und geben dem Ganzen Sinn. Aber die Wirklichkeit ist eigentlich ganz anders. Und Sie, Herr Hinz? Ja, wer, an mich, ja? Wer fragte? Ich habe es nicht gesehen. Ach so, gut. Ja, Wirklichkeit, würde ich jetzt mal sagen, also Realität, ja? Sonst würde ich sagen, Wirklichkeit ist das, was wirkt und Wirkung zeitigt, was ich erleben kann und so weiter. Es ist arttypisch menschlich, was wir Wirklichkeit nennen. Und dazu gehört natürlich auch die, sagen wir mal, Nachtseite, Schattenseite, die wir auch bewusst wahrnehmen können. Und alles das, was wir nicht wirksam wahrnehmen können, können wir ja auch nicht beschreiben. Vorhin wurde schon, Herr Altenmüller sagte das so schön, die Tierwelt hat ganz andere Wahrnehmungsmuster. Und ich werde nie vergessen, also die Bienen können ja polarisiertes Licht wahrnehmen, wie ein Bienenforscher aber sagte, ich würde zu gern mal das wissen, was die da sehen.
Ne? Wir können es aber nicht. Er kann höchstens erschließen, dass es ein Muster gibt, wonach die sich orientieren können und wir nicht. Und das ist eben der Grund, jede Spezies hat ihre eigene Wirklichkeit. Und deshalb können wir manchmal eben mit Tieren uns gut verstehen, mit anderen wieder nicht. Oder wir müssen es lernen. Das ist die Frage. Ne? Und was ist die Möglichkeit, was ist die Wirklichkeit? Was, ja, das reicht erstmal. Genau, die Wirklichkeit ist natürlich das, auf das ich achte. Und da haben wir die wunderbare Definition der Musik, die ich oft meinen Studenten zitiere, von John Cage, der sagt, Music is paying attention to sound. Das ist die Wirklichkeit der Musik in dem Fall. Das geht sehr ins Subjektive, finde ich aber eine sehr schöne und sehr brauchbare Definition. Paying attention to sound. Aufmerksamkeit für Klang. Vielleicht noch eine Ergänzungsfrage zu dieser Geschichte. Es gibt ja diesen physiologischen Effekt, dass man sagt, von den Sinneseindrücken, die beispielsweise unsere Augen aufnehmen, dass, Sie sagten vorhin, das wird hier ganz hinten verarbeitet. Wahrscheinlich der Grund, weshalb man Sterne sieht, wenn man einen auf den Hinterkopf trainiert. Ja, richtig, ja, genau. Phosphäne. Mhm. Dass von den Eindrücken, die ich jetzt mit dem Auge aufnehme, dass nur ganz, ganz wenig da hinten anguckt, also ein ganz, ganz geringer Prozent. Ist das richtig so? Das ist richtig. Also da gab es vor allem in den 70er Jahren die quantitativen, kybernetisch geprägten Wissenschaftler, die eben die Anzahl der Bits, die dann zu unserem Bewusstsein gelangen, versucht haben zu quantifizieren. Also es hängt davon ab, wie stark das Fenster meiner Aufmerksamkeit geöffnet ist. Man nimmt an, vielleicht ein Hundertstel bis ein Tausendstel der eingangehenden Information wird überhaupt bewusstseinsfähig. Das ist schon richtig. Aber da haben wir natürlich im Gehirn in der Tat große Schleusen. Da gibt es eben diesen Thalamus, den großen Kern in der Mitte des Gehirns, der letztendlich durchstellt, was dann zur großen Rinde kommen soll und was nicht. Und der entscheidet dann gewissermaßen, auf was will ich jetzt achten, auf was will ich nicht achten. Und der Thalamus wiederum wird aber vom Stirnhirn angesprochen. Und wenn das Stirnhirn zum Beispiel sagt, achte mal bitte auf diesen wahnsinnigen Beamer, der immer noch hier läuft und immer noch hier läuft und immer noch hier läuft, obwohl wir ihn schon dreimal versucht haben auszuschalten, dann wird gleich mein Thalamus auch dieses Geräusch hier wieder rausmachen und bewusstseinsfähig machen. Sie sind allen jetzt zurückgegangen. Sie haben jetzt plötzlich den Beamer gehört. Haben Sie die letzte halbe Stunde nicht gehört. Das heißt, wir filtern das alles total flexibel. Und dann, wenn wir halt Stresshormone haben, geht es plötzlich unheimlich auf. Und alles, auch das Unwichtige kommt plötzlich rein. Und das sind dann so diese Momente, wo dann alles weit wird und klar wird. Und interessant auch Epilepsien, also wunderbar, Dostojewski in dem Idioten, wie er die Aura, die epileptische Aura beschreibt als eine Möglichkeit, wo ihm plötzlich alles klar wird und er alles wahrnimmt. Und in der Tat nimmt er in diesen Momenten sämtliche soziale Nöte, sämtliche Ungerechtigkeiten, sämtliche Schräglagen seiner Gesellschaftsschicht wahr. Okay. Ich würde gerne mal was entgegnen an dieser Stelle. Und würde das gerne versuchen zu sortieren, weil diese Darstellung von Wirklichkeit, die finde ich eigentlich unbefriedigend. Und würde auch gerne mit John Cage was dazu sagen, der ja sagt, Musik ist Kontinuität des Klangs. Das heißt also, es gibt auch gleichzeitig das Phänomen der Unabhängigkeit von der Wahrnehmung. Weshalb ich glaube, dass es eben sowas gibt wie Substanzen. Ja, und die Substanzen sind auch ein Element, die ich als Wirklichkeit bezeichnen könnte. Die liegen dann außerhalb der Wahrnehmung. Es ist ja schon angeklungen, dass es immer ein individuelles Phänomen ist. Wenn es aber immer ein individuelles Phänomen ist, wie ist dann die Summe dieser individuellen Phänomene und gibt es noch etwas substanziell außerhalb der Summe aller möglichen Phänomene? Ich finde, das könnte man auch mit Musik, finde ich, gut darstellen, weil ja Musik, ich sage mal so, auch gerade durch die Entwicklung der Wissenschaften, in denen sie sich bewegen, etwas geworden ist, was außerhalb dessen, was eigentlich für mich im Tatsachenbereich liegt, also zum Beispiel bevorzugte Intervalle, Teilungsverhältnisse von Röhren und so weiter, müssen gar nicht diskutiert werden im Hinblick auf Wahrnehmung.
nicht? Sondern also jetzt auch im Hinblick darauf, wie es auf mich wirkt. Ja, oder ob das in mir dies auslöst und so weiter und ob mir da eine Gänsehaut runterläuft oder nicht, das ist ja eigentlich erst ein Phänomen, das mit der Entwicklung des Individuums in einem Ich-Bewusstsein eigener Glückserfahrung und so weiter, das würde ich als wichtig ansehen. Insofern glaube ich, dass es so einfach nicht ist, ja, nicht? Sondern das ist, dass wir uns darauf doch vielleicht verständigen können, dass es außerhalb, dass man immer nur das für sich selbst sagen kann. Und dass man aber die Vermutung, dass es über diese persönliche Wahrnehmung, Sie haben ja geschildert, wie eingeschränkt das ist, ja, wie selektiv das ist, ja, möglicherweise aber eben ein größeres Angebot gibt, ja, dass ja deshalb existent sein muss, damit man überhaupt selektiv wahrnehmen kann. Also ist kein Widerspruch, sehe ich genauso. Natürlich ist die Kontingenz in der Zeit da und natürlich gibt es die großen Theorien. Pöppel zum Beispiel ist ein Psychologe in München, der eben sagt, dass überhaupt um etwas jetzt wahrzunehmen, muss es eine bestimmte Zeit dauern. Wir haben genügend, also es braucht eine gewisse Masse an Kontingenz, um wahrnehmbar zu werden. Und das ist bei Musik natürlich entscheidend. Die Verbindung zwischen den Klängen muss da sein. Was Sie mit den Intervallen ansprechen und so weiter, da bin ich eben jemand, der sehr, sehr offen ist und einen sehr breit aufgestellten Musikbegriff mir habe erwerben müssen, weil ich eben 10 Jahre im Ensemble für neue Musik mitgespielt habe und auch tatsächlich mit sehr vielen neuen Komponisten gearbeitet haben, die bei dem Wort Intervalle schon Magenkrämpfe kriegen, weil sie sich in dieser Kategorie gar nicht mehr sehen. Das ist aber, wenn Sie so wollen, eine persönliche Erfahrung. Deswegen habe ich einen sehr weiten Musikbegriff, der bei mir tatsächlich im Wesentlichen auch alles Geräuschhafte, alles, was letztendlich Luft zum periodischen Schwingen bringt, umfasst. Okay, ich kriege gerade Zeichen. Wir haben hier noch eine Wortmeldung. Und, ja, mir geht es nochmal um die Verschränkung zwischen Wahrnehmung und Denken, denn der kognitive Prozesse sind hier praktisch überhaupt noch nicht erwähnt worden, denn wir wissen ja, Wahrnehmung ist Lernen und Lernen ist Wahrnehmung, das können wir überhaupt nicht trennen davon und damit lernen auch kognitive Prozesse. Und jetzt nochmal, was der Vorgänger sagte in Bezug auf Wirklichkeit. Wirklichkeit, wenn ich Konstruktivist wäre, wie Watzlawick und so, dann würde ich sagen, die Welt und die Wirklichkeit entsteht in meinem Kopf und nirgends anderes. Das heißt also mit anderen Worten, die Verschränkung von Denken, Reflexion, das heißt das ja in diesem Falle, und die Ergebnisse, die ich aus der Wahrnehmung gewonnen habe, ist praktisch untrennbar, ist komplementär, wie Herr Hinz schon sagte. Es gehört einfach zusammen zu einem Ganzen. Wir in der Wissenschaft versuchen es natürlich immer zu trennen, damit wir es eben besser erfassen können. Wir müssen immer analysieren, zerlegen. Um es, wie gesagt, erfassen zu können. Aber die Interaktion, der wichtige Zusammenhang, ja, die Interaktion zwischen Denken und Wahrnehmen ist unstreitbar und den sollte man, wenn man Wahrnehmung untersucht, immer das Denken und wenn man Denken untersucht, immer die Wahrnehmung dabei und zwar engstens berücksichtigen. Als Appell. Ja, ist ein Appell an mich, nehme ich mal an, in erster Linie. Ja, also bei mir ist es natürlich in der Tat, das ist richtig. Ich habe mich 19 Jahre mit Musikkognition intensiv befasst. Ich bin kein radikaler Konstruktivist, überhaupt nicht. Ich glaube an Schallwellen, die das Trommelfell zum Schwingen bringen. Ich kenne die Limitation unseres Sinnesorganes, ich weiß, was es uns ermöglicht wahrzunehmen, was nicht. Und ich weiß, dass dann anschließend das Denken beginnt, das Denken Anfang mit Musterextraktion, Anfang mit Gestaltsbildung, Anfang mit Gedächtniseinspeicherung, Anfang mit Akkumulation von auditiven Patterns über die Jahrzehnte meines Lebens, die es mir dann irgendwann ermöglichen, eine Ligeti-Etüde unglaublich schön zu finden bis zur Gänsehaut. Ich will jenseits der Einsatz noch. Ja, ja. Nee, hier ja. Ja gut, es gibt ja das Flow-Erleben und das Flow-Erleben hat die die Eigenschaft, dass der Ich-Ferne, das heißt also
die Reflexion ist weg und ich habe das Gefühl, ganz in dem Geschehen zu stecken und ganz kontrolliert damit umzugehen, ohne darüber nachzudenken. Wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, ist es weg. Und meine Leistungsfähigkeit in diesem Flow-Kanal ist ja meistens auch höher, als wenn ich immer kritisch darüber nachdenken muss. Ich kann also sagen, also vorher gelernt, ja, das würde ich mal so sagen, und nachdenklich natürlich auch reflektiert, aber dann irgendwo eine Form zu gewinnen, ohne zu denken, wahrzunehmen. Im Flow erleben, das mag es geben. Ja. Ja, ich muss jetzt leider die Diskussion abbrechen. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen nochmal bedanken. Tut mir leid für Sie jetzt, aber die Zeit ist um. Ich habe viel gelernt heute Abend und ich habe vor allen Dingen eins, was ich mitnehmen kann. Man sagt ja immer, ein Tag ohne Beute ist ein verlorener Tag. Ich kann auf jeden Fall meiner Frau die Information mitnehmen, dass sie zwar weniger, was war das? Neurone hat, genau, ja. Als ich, aber genau. Das Gewichtsverhältnis ist bei ihr auf jeden Fall besser. Das kann ich heute Abend zu Hause erzählen. Okay, das... Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.